Folge Braslevich. Eigentlich ist es normal und eigentlich finde ich es schwierig, da ständig drüber zu reden, weil es sollte normal sein und man sollte nicht irgendwie so quasi auf so ein Schild stehen und sagen, oh, das ist jetzt besonders, dass das passiert ist. Und ich wünschte mir, dass es nicht so thematisiert werden muss, aber es muss irgendwie thematisiert werden. Und ich verstehe schon, dass man Frauen auch weibliche Rollenbilder vorleben muss, um vielleicht zu zeigen, da kann es hingehen oder das wäre eine interessante Tätigkeit, die ich machen will. Oder also wenn es diese weiblichen Vorbilder nicht gibt, wissen vielleicht viele Frauen nicht so richtig, wo sie sich sehen und wo sie hin möchten. Also das habe ich, glaube ich, schon verstanden, dass es auch deswegen wichtig ist, diese Vorbildposition zu haben, damit andere auch sehen, dass es möglich ist und dass es eine Option ist. Und ich finde es schon schade, dass bislang noch immer sehr wenig Frauen in der deutschen Filmindustrie Regie führen, zum Beispiel. Weil ich glaube, dass wenn Frauen da sind, sie auch ein anderes Augenmerk haben und anders wahrnehmen werden und anders die Drehbücher lesen. Und von daher würde ich mir schon sehr wünschen, dass man auf die 50-50 in der Filmindustrie, was die Regie betrifft, kommen würde. Also die Berlinale hat jetzt, wir lagen bei, ich glaube, 38%, was immer noch keine 50 sind. Also ich fände schon sehr wichtig, dass man da hinkommt. Aber das ist ein längerer Prozess, glaube ich. Dass so schnell werden wir das nicht umsetzen können. Also es ist auf jeden Fall so, dass man durch einen Film manchmal nochmal gesellschaftliche Situationen, Verhältnisse, Themen emotionaler rüberbringen kann an ein Publikum, als wie wenn das vielleicht nur in der Zeitung steht. Das, was man so im normalen Alltag vielleicht so ein bisschen denkt, nee, das ist jetzt, damit habe ich nichts zu tun oder die sind selber schuld oder so ähnlich, ist das in einem Film anders darstellbar und spürt man mehr, was diese Menschen bewegt und wie es ihnen geht. Ob das sich widerspiegelt im Film, weiß ich nicht, aber alle sehr besorgt um die Umwelt, um Themen wie Inklusion, wo viel mehr deutlich wird, wie stark wir vielleicht lange in einer Gesellschaft gelebt haben, die sich vor allem auf, sagen wir mal, weiße Menschen richtet und wie schwierig es ist, Menschen, die anders aussehen, das mit zu inkludieren und auch ihnen das Gefühl zu geben, dass sie gleichwertige Bürger dieser Gesellschaft sind. Und diese Sensibilität dafür oder dieses Awareness, das Bewusstsein, das wächst bei vielen und wächst auch bei vielen Filmschaffenden, ist mein Eindruck. Es müsste eine Selbstverständlichkeit sein im Film. Und die Filmbranche selber, denke ich, muss sich damit befassen, wie sie das besser abbilden, was in der Gesellschaft stattfindet und nicht nur einen bestimmten rosafarbenen Ausschnitt davon zeigen. Das jugendliche Publikum anzusprechen. Wir haben ja die Sektion Generation, was für ein junges Publikum gedacht ist. Und ich würde mir wünschen, dass wir diese Menschen noch mehr dazu bringen können, auch künftig sowohl mit dem Film sich auseinanderzusetzen, wie mit den Themen, die Berlinale beschäftigen. Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich habe noch kein Konzept. Wir sind jetzt im Gespräch mit verschiedenen Kinos hier in Berlin, was wir machen können, um dieses Publikum auch weiterhin über das ganze Jahr hindurch bei der Stange zu halten. Aber dafür brauchen wir wirklich Partner. Das können wir alleine gar nicht leisten. Und ich denke, man muss sehr viel auch ins konkrete Gespräch gehen. Mehr diesen Austausch noch suchen, wäre, glaube ich, ganz wichtig.